Was hat das denn auf sich? Was sind denn diese regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte? Das sind insgesamt 30 Kompanien von der Bundeswehr, die aus Reservisten bestehen, also aus ehemaligen Soldaten, die sich aber für den weiteren Dienst verpflichtet haben, die im normalen zivilen Beruf nachgehen, aber für Einsatzfälle halt von der Bundeswehr herangezogen werden können. Also insgesamt um die 3000 Männer und Frauen. Seit Sommer letzten Jahres gibt es die erste Kompanie davon in Bremen. Und die sollen im Bereich Heimatschutz eingesetzt werden. Also zentrale Aufgaben sind der Wach- und Sicherungsdienst, also dass sie Kasernen bewachen können, aber auch zum Beispiel sogenannte kritische Infrastruktur. Und ein weiterer Teil ist eben die Katastrophenhilfe der Bundeswehr, dass sie beispielsweise wie jetzt beim Hochwasser eingesetzt werden, aber auch für Waldbrände und ähnliches. Was ist denn da los? Die Bundeswehr hat zu wenig Kräfte und es ist halt billiger, auf Reservisten zurückzugreifen, als neue Söldner einzustellen? Oder wie soll man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, das hat zwei zentrale Punkte. Das eine ist, dass die Bundeswehr durch die aktuelle Bundeswehrreform ja geschrumpft wird und dann sowohl von der Seite des Reservistenverbandes als auch von zum Beispiel Landesinnenministern danach gerufen wurde, dass ja irgendwie die Bundeswehr doch auch für den Einsatz im Inneren, also zum Beispiel für die Katastrophenhilfe bereitstehen soll und dass das so alles nicht geht und dass die Bundeswehr sich dann auf den Weg gemacht hat, diese Einheiten irgendwie zu konzipieren. Und das andere Ding ist, dass es natürlich auch, das ist auch ganz offiziell so benannt, ein Werbefaktor ist. Also Leute, die im zivilen Leben, im zivilen Beruf verankert sind und aber für die Bundeswehr aktiv, das und ihren Kindern und im Job und in ihren Freundeskreisen erzählen und damit sozusagen ein positives Bild in der Bevölkerung für die Bundeswehr schaffen, dass sie bereitstehen, um der Bevölkerung zu helfen. Reservistenkompanien hat es doch eigentlich schon immer gegeben, oder? Das ist jetzt erstmal so nichts Neues. Nee, das ist so nichts Neues. Die hat es als sogenannte Heimatschutzkompanien für den Kalten Krieg auch schon gegeben. Der Unterschied ist, dass sie da sozusagen für den Kriegsfall im Kalten Krieg ausgerüstet und eingeplant waren. Und dass sie jetzt sozusagen als Teil der sogenannten zivil-militärischen Zusammenarbeit aufgestellt werden. Also bei diesen Aufstellungsappellen, wenn diese einzelnen Einheiten jeweils das erste Mal öffentlich auftauchen und offiziell Teil der Bundeswehr werden, sind immer Leute vom THW, von den Feuerwehren, von der Polizei von vor Ort, vom Roten Kreuz und ähnliches dabei. Also die werden ganz bewusst als Link zwischen der Bundeswehr und anderen zivilen Organisationen eingesetzt. Das ist auf jeden Fall neu und hat sich geändert. Und was auch in dem Aufgabenspektrum dazu kommt von diesen RSU-Kompanien, ist eben der Schutz kritischer Infrastruktur, also von Verkehrswegen beispielsweise. Aber da kann man auch an Streiks und ähnliches denken und zum sogenannten inneren Notstand. Also falls die Regierung die Bundeswehr für den großflächigen Einsatz im Inneren gegen die Bevölkerung einberufen würde. Also die Leute würden dann auch bewaffnet und mit Panzern gegen Zivilbevölkerung im Inland eingesetzt werden. Die Leute werden an Maschinengewehren und Pistolen ausgebildet. Mit Panzern sind die dann relativ sicher nicht unterwegs. Aber was ich vorhin ja schon gesagt hatte, zum Beispiel zum Schutz von Kasernen, dann wahrscheinlich eher, dass sie bewaffnet Kasernen schützen können und dann die entsprechenden Einheiten, die viel besser ausgebildet sind, zum Beispiel Feldjäger, die eh für Aufstandsbekämpfung ausgebildet werden, dann ausrücken können und sich wie zum Beispiel jetzt in der Türkei, wo das diskutiert wird, als Militär gegen die Bevölkerung stellen können. Und wird das schon gemacht? Also werden Sie auch schon zur Bewachung von Kasernen und sowas eingesetzt, so dass reguläre Truppen meinetwegen nach Afghanistan stattdessen können? Oder ist das noch in Planung? Die Informationslage ist da immer ein bisschen dünn, das muss man sich immer aus allen Ecken zusammenfischen. Soweit ich das bis jetzt weiß, trainieren sie das gerade nur. Aber das ist durchaus eingeplant. Was sagt ihr denn so aus antimilitaristischer Perspektive dazu? Also, die Studie ist ja im Rahmen von der IMI erschienen, von der Informationsstelle Militarisierung. Da gibt es auch eine Kritik dran. Wie sieht die denn so aus? Naja, die zentralen Punkte sind sozusagen von der Gegenseite wird es als zivil-militärische Zusammenarbeit und als sogenannte vernetzte Sicherheit beschrieben, also dass die Bundeswehr an diversen Stellen
immer weiter in zivile Bereiche vordringt und zum Beispiel Unterstützungsaufgaben für die Polizei übernimmt. Sowas hat zum Beispiel beim Castor oder bei den G8-Protesten schon stattgefunden. Aber auch, dass sie sich immer enger mit dem Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr, dem Roten Kreuz, der Bergwacht und ähnlichen verzahnen, dass sozusagen die Bundeswehr immer stärker ein innenpolitischer Faktor wird. Und dafür braucht es sozusagen gar nicht den Ausnahmefall, dass die Bundeswehr jetzt direkt gegen die Bevölkerung eingesetzt wird. Das wäre sozusagen ein letzter Schritt, wenn sich der Staat nicht anders zu helfen weiß. Aber die Bundeswehr steht sozusagen jederzeit bereit. Wenn irgendwie eine Ausnahmesituation ist, dann werden auch Soldaten eingesetzt. Und die sind ja nun mal nicht primär irgendwie eine Feuerwehr in komischen grünen Klamotten, sondern Leute, die auch ganz klar irgendwie für Waffengewalt gegen andere Menschen im Sinne des Staates irgendwie ausgebildet werden. Also diese Reservisten, das ist ja quasi das Fußvolk, und was Ähnliches findet auch so auf der organisatorischen und Kommandoebene statt. Stichwort Kommando, territoriale Aufgaben. Was ist denn da gerade für eine Entwicklung? Ja, genau. Seit dem Januar 2013 gibt es das sogenannte Kommando territoriale Aufgaben. Das ist sozusagen das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein zentrales Dach für alle Bundeswehraufgaben, die im Inland nach innen gerichtet stattfinden. Und dieses Kommando territoriale Aufgaben hat dann ein Riesennetz von sogenannten Landeskommandos, also in den Hauptstädten der Bundesländer, die den Kontakt zu den Behörden der Bundesländer halten, und bis runter auf die Ebene der Kreise und kreisfreien Städte, dass auf der Ebene dann jeweils 10 Reservisten für die also auch wieder im zivilen Beruf sind, aber wenn es nötig ist, für die Bundeswehr einberufen werden können und sozusagen den Kontakt zum lokalen Rathaus, zur lokalen Polizei, zur lokalen Feuerwehr halten, die schon kennen, irgendwie per Du sind mit denen, dass sozusagen die Ebenen direkt stehen und die Bundeswehr weiß, wie sie vor Ort ankommt, und andererseits aber auch, dass es den Leuten vor Ort einfacher gemacht wird, für immer kleinteiligere Aufgaben, was es vorher so nicht gab, die Bundeswehr anzufragen. Also das heißt, jetzt in den Hochwassergebieten können wir davon ausgehen, dass diese Kommandos territoriale Aufgaben da schon angefangen haben zu arbeiten und schon mal so erste Kontakte aufzunehmen zu den verschiedenen Sicherheits- und Katastrophenbehörden der Region, oder? Ja, das ist definitiv so. Das ist von der bundeswehreigenen Pressearbeit sozusagen auch ganz groß gemacht worden und auch durchaus in Presseveröffentlichungen aufgetaucht, dass das Kommando territoriale Aufgaben da sozusagen den ersten großen Einsatz hatte und eben auch diese Verbindungskommandos, diese Strukturen auf den unteren Ebenen und die Landeskommandos da am Arbeiten waren. Also das Kommando territoriale Aufgaben in Berlin koordiniert das dann zentral. Die Landeskommandos kümmern sich jeweils um das entsprechende Bundesland, und diese Verbindungskommandos, die sind entlang der Elbe zum Beispiel oder in Bayern überall da, wo irgendwie Hochwasser war, aktiv gewesen und haben vor Ort ganz konkret die Verbindung zur Bundeswehr organisiert. Was sagt denn da eigentlich die Politik dazu? Ich meine, das sind ja beste strukturelle Voraussetzungen für zum Beispiel so eine Übernahme der Macht durchs Militär oder so. Die Politik sagt da, also von Seiten der Regierung, der aktuellen zum Beispiel, gerade die CDU-Innenminister, also der Bundesinnenminister und aber auch Landesinnenminister sind da ganz stark hinterher. Die sehen da überhaupt kein Problem drin, weil das ja nach deren Auffassung der verfassungsmäßige Auftrag der Bundeswehr ist irgendwie. Und die sehen das alles nicht so wild. Sämtliche Schattenseiten, auch irgendwie rechte Umtriebe im Reservistenverband, worüber irgendwelche Rechten in diese Einheiten kommen, oder überhaupt sozusagen das Breitmachen des Militärs in der Bevölkerung, das wird sozusagen von Regierungs- und Parlamentsseite relativ unkritisch gesehen. Die einzigen, die da ein bisschen gegenhalten, sind von der Linkspartei Leute. Also noch nicht mal Liberale, weil das sind ja wirkliche Aufgaben, wo das Militär immer mehr reinrutscht, da eine Gesellschaft, die auch Erfahrung irgendwie mit der durchaus auch bedrohlich werdenden Macht von Militär hat, versucht sich ja gegen sowas immer auch zu schützen normalerweise.
Nee, das wird erschreckend unkritisch gesehen alles. Da wird sozusagen immer die Katastrophenhilfe und dass die Bundeswehr ja irgendwie helfen kann und da ist. Und das wird so nicht ausgesprochen, aber denke ich in den Hinterköpfen auch immer, dass die Bundeswehr sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, wie man jetzt zum Beispiel in der Türkei sieht, wenn es irgendwie ernster wird für den Staat, irgendwie auch zum Schutz des Staates und zum Schutz genau der Politiker eben auch irgendwie dasteht. Das spielt, denke ich, in den Hinterköpfen auch eine Rolle und erstmal sozusagen nach außen und aber auch, glaube ich, emotional, auch für die entsprechenden Politiker und Politikerinnen, wird die Bundeswehr nur als eine Hilfskraft, die man sozusagen in allen Ausnahmesituationen, ob das jetzt eine Flut oder irgendwie Unruhen sind, sozusagen, in den Ring schmeißen kann. Also gerade jetzt so diese ganzen Katastrophenschutzorganisationen wie so Feuerwehr und THW und so, sagen die auch nichts dazu? Also die können ja auch sagen, Mensch, gebt uns doch lieber das Geld und na, wir kaufen uns dafür ein paar mehr Pumpen und irgendwie ein bisschen fetteres Gerät, um irgendwie die Lagen besser unter Kontrolle zu halten, dann bräuchten Mensch die Soldatinnen und Soldaten nicht. 2007, als es angefangen hat mit diesen Verbindungskommandos auf den unteren Ebenen, gab es vom THW in Bayern mal ein kleines Statement, dass sie das alles gar nicht so richtig gut finden würden, was aber auch relativ schnell verhallt ist. Und die Sachen, die man so mitbekommt, sind eher, dass dann zum Beispiel auch Reservisten irgendwie die Oberbrandmeister vor Ort sind oder der THW-Chef vor Ort selber irgendwie ein Reservist ist. Und dass diese Strukturen dann im Endeffekt schon ganz gut miteinander können. Und dass da durchaus sozusagen die Nähe zur Bundeswehr in den meisten Fällen da ist. Also von Fällen, wo sich da irgendwelche zivilen Katastrophenschutzorganisationen verweigern oder irgendwas, ist mir so in dem Sinne nichts bekannt. Ui, also alles in allem ist das ja erstmal ein ganz schön krasses Bild von einer durchmilitarisierten Gesellschaft und na ja, wer da irgendwie so ein bisschen geistige Unterstützungshilfe noch braucht jetzt, um das alles zu verarbeiten und wer das alles im Internet nachlesen will, kann sich da auch weiter schlau machen. Ja, die Studie gibt es auf jeden Fall zu diesem Thema, um da weiter nachzulesen, auf der Seite der Informationsstelle Militarisierung. Das ist www.imi-online.de.